Hallo Pablo. Hallo Christoph. In einem 5-Achs-Bearbeitungszentrum können leicht geometrische Fehler auftreten, die es mir schwer machen, die geforderten Toleranzen zu erreichen. Es sind sogar insgesamt 13 geometrische Fehler, die sich in eine 5-Achsen-Maschine einschleichen können. Wir von Okuma haben das 5-Achsen-Auto-Tuning-System entwickelt, genau um diese Fehler herauszufinden und aktiv zu kompensieren. Wir können mit unserem 5-Achsen-Auto-Tuning bis 11 von diesen geometrischen Fehlern analysieren und aktiv kompensieren. Den Vorteil, den wir daraus generieren, ist, dass wenn Sie morgens zum Beispiel in Ihre Werkstatt kommen, bevor Sie Ihren Job anfangen, oder sprich diese hochkomplexen Teile zu bearbeiten, lassen Sie das einmal durchlaufen. Das dauert ein paar Minuten. Danach wissen Sie, in welchem Zustand sich Ihre Maschine befindet und Sie sind sicher, dass Sie die geforderten Toleranzen einhalten können und sich den Kopf darüber nicht zerbrechen müssen. Als ich mir die Maschine ansah, konnte ich sehen, dass der Tisch der Länge nach eingebaut ist. Welche Vorteile bringt das mit sich? Welche Vorteile es daraus ergeben, ist eigentlich sehr einleuchtend. Wir sind seit 1964 im Doppelständerbereich weltführend und daraus resultierend haben wir die Geometrie oder respektive die Maschinenbettkonstruktion darauf abgeleitet. Sprich, wir haben eine Doppelständerkonstruktion hinter dem wunderschönen Verkleidung hier, das sich widerspiegelt in der Maßhaltigkeit, in der Stabilität bei den Fräsleistungen, die wir heutzutage fahren müssen und sollen, wie aber auch die ganze Zugänglichkeit für den Bediener, wie Sie hier sehen können. Besser kann es nicht gehen und das sind die großen Vorteile, deswegen ist der Tisch jetzt längst eingebaut worden. Auch mit dem Palettenbahnhof, den wir jetzt hier leider nicht sehen bei der Maschine, welcher hinter der Maschine wäre, sodass nochmals der Bediener immer noch die volle Zugänglichkeit hat. Herzlichen Dank für das Interview, Pablo. Sehr gerne, Christoph.